Ja, willkommen zurück bei Knights and Dragons. Wir haben ja hier einen neuen epischen Boss sowieso, aber ein Gildenkrieg läuft derzeit und wir haben auch gerade den Krieg erklärt. Da wird uns quasi gleich ein Gegner zugeteilt. Wir haben schon 10-mal gewonnen, 5-mal verloren. Sieht diesmal nicht so gut aus mit dem Platz, aber sind auch nicht so viele aktiv diesmal. Aber da kann man das gleich mal zeigen, wie das so aussieht. Ach so, in der Zeit läuft auch noch hier diese heroische Schwierigkeitsstufe. Ist quasi dann nochmal eine Schwierigkeit höher als episch und kann man nur machen, nachdem man hier alles abgeschlossen hat. Also nachdem man hier in episch den Boss besiegt hat. Und ich bin gerade dabei, ich glaube hier beim dritten Gebiet, genau, bin ich gerade dabei. In diesem heroischen Schwierigkeitsgrad muss man immer hier 8 solche Fragmente sammeln, damit man einen so einen Stern bekommt. Ich habe hier schon 2 Sterne fertig und wenn man davon 8 hat, kann man. Oh ja, müsste ich mal anfangen zu bauen. Na gut, das war jetzt Quatsch, jetzt kann ich es nicht mehr zeigen. Da kann man auf jeden Fall eine epische Rüstung davon bauen. Kirin Vanguard heißt die und ist Wasser und Luft. Oder zumindest bei diesem Event jetzt im Moment ist sie Wasser und Luft. Und eigentlich richtig gut. Ah, jetzt haben wir anscheinend einen Kampf bekommen. Und hier haben auch schon die ersten ihre Angriffe gemacht. Oh, da gucke ich mal kurz im Dings hier, im Line nach. Da werden nämlich die Gegner gepostet mit Bildern von ihren Rüstungen und quasi wer einfach ist, wer nicht, ob der Sentry schon down ist und der Sentinel schon down ist oder eben nicht. Das sieht man dann hier. Hier sieht man, wer welche Kämpfe macht. Supernova scheint wohl dann einfaches Target zu sein, wie das hier aussieht. Aber eigentlich eher gerne ein. Achso, das ist ein High Commander Supernova. Ja, dann nehmen wir den noch. Er bringt nämlich noch mal extra Punkte. Da hat man es dann den Rangbonus innerhalb der Gilde. Und wie man sieht, hier gibt es dann auch Meilensteine. Ach Quatsch, jetzt habe ich den. Ah, gut, haben wir so kaputt gemacht. Ja, eigentlich hätte ich den Spezialangriff für den letzten aufheben sollen. Sieger.
Er sieht vom Bild her eigentlich auch recht einfach aus. Haben wir den denn hier? Da oben. Würde ich sagen, probieren wir den mal aus. Vielleicht bringt er uns ja ein paar mehr Punkte. Ist sogar noch ein bisschen einfacher, aber punktetechnisch macht das jetzt keinen Unterschied. Boah. Jetzt heißt es dann quasi wieder noch eine Stunde 40 Minuten warten, bis Energie da ist, beziehungsweise circa 40 Minuten. Und dann kann man hier nochmal in diesen Kampf hier nochmal eine Energie reinhauen oder zwei Energie, je nachdem wie viel bis dahin wieder da ist. Sollten aber eigentlich zwei Energie wieder da sein. Ja, dann sieht man hier, ja, wie viele Angriffe ja, gewonnen, verloren und wie viele Punkte gemacht hat. Wie sieht's denn aus? 20.000 Punkte haben wir immer. Könnten wir. Naja, brauchen noch 6.900, um hier wieder hinzukommen. Da wurden eindeutig zu wenig Kriege erklärt, beziehungsweise zu wenig Kriege gekämpft. Und dadurch keine Punkte und da sind wir hier abgestiegen. Wir waren eigentlich kurz davor, hier auf das hier zu kommen, also in die Top 250. Es ist schade, dass so viele inaktiv sind, aber macht ja nichts. Der nächste Gildenkrieg wird dann auch noch kommen. Wow, was gibt es denn für mich hier überhaupt noch? Ah, hier gibt es noch schöne Booster für Dunkelringe. Einen Schlüssel müssten wir bekommen haben, genau. Ja, können wir gleich nochmal eine Truhe aufmachen. Zumindest so eine Mini-Truhe hier. Nick hat Geschenke gesendet. Ah, ich habe davon leider nichts abbekommen. Schade. Da läuft meistens, wenn Gildenkrieg ist, läuft hier eine Aktion im Shop. Und zwar, wenn man Gems kauft, dann steht hier so eine Gift Chance. Das heißt, wenn man jetzt hier das Paket kauft, dann bekommt irgendjemand random aus der Gilde Energie für den Gildenkrieg. Das Problem ist dann, wenn man relativ kleine und oder auch inaktive Leute in der Gilde hat und die bekommen dann die Energie, dann ja, ist das Ganze ziemlich verschwendet. Ich kann keine Freunde mitnehmen. Gut, alleine wird das jetzt in der epischen etwas heftig werden, aber gehen wir einfach mal rein. Gucken wir nach. Sieht man das wenigstens auch mal. Die machen dann doch schon einiges mehr an Schaden.
epische Boss-Energie haben wir ja sogar noch. Dann kann man auch keiner zunehmen, ne? Mal gucken, ob das noch alleine schaffbar ist, die Stufe. Ja, ist easy noch alleine schaffbar. Ja, die nächste Runde wird dann nichts mehr. Epische Boss, keine Energie für. Ja, und das war's schon. Dadurch, dass wir jetzt keine Freunde dabei haben, geht's auch nicht weiter, aber das ist überhaupt kein Problem. Das bleibt dann so stehen und wartet darauf, dass wir hier unsere Energie bzw. unsere Leben wieder regenerieren und dann geht's einfach weiter. Ja, ansonsten gibt es nicht wirklich was Neues. Neue Rüstungen hatte ich jetzt auch bloß nicht. Quasi alles noch dasselbe, nur ein bisschen die Rüstung hier ausgebaut und die hier ausgebaut. Die ist jetzt auf... Kann ich nicht mal angucken. Auch gut. Inventar gibt es ja hier leider nicht, dass man da sinnvoll gucken könnte. Ich glaube, hier könnte man gucken. Ja, genau. Auf 51 habe ich die mittlerweile. Die anderen zeigt er mir nicht an. Hier ist noch die vom letzten Epic Boss. Ja, die vom Gildenkrieg habe ich jetzt auf 68 ausgebaut und es geht halt alles so in kleinen Schritten voran. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder für die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.